So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und beim letzten Mal ist mir ein gravierender Fehler unterlaufen. Das heißt doch gar nicht Sack. Das heißt Beutel. Das ist doch gar kein Sack. Das ist ein Beutel. Wisst ihr, was ein Sack ist? Das ist ein Sack. Das ist auch ein Sack. Das ist ein Beutel. Klingt auch viel besser, wenn man sagt, ein Boss, ein Beutel, weil beides mit B anfängt und dann hat das viel mehr Sinn. Das ist auf jeden Fall Volume 2 von ein Boss, ein Beutel. Das heißt, das war der Beutel. Aber bevor wir zum Boss kommen, müssen wir erstmal wieder eine Entwicklung durchführen. Und dann den zweiten Boss. Ein Boss, ein Sack, Volume 2. So, wir haben nochmal einen kurzen Abstecher in Philips und ich habe Fragen. Und zwar, wer kauft sowas und für was? Die sind ja für zu Hause viel zu groß, die kannst du dir niemals an deinen eigenen Baum hängen. Höchstens auf dem Marktplatz, wenn ein Baum aufgestellt wird, aber als ob der Bürgermeister sagt, wir müssen noch den Marktplatz dekorieren, ich muss noch mal schnell in Philips und muss noch Kugeln holen. Das glaube ich nicht. Wer legt sich sowas dahin? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt aber Pokédex-Eintrag. So, wie versprochen, kurz den Pokédex-Eintrag holen. Wir gehen dazu auf die Pokémon runter. Pokédex-Kategorie und können entwickeln ein Sedimantur. Sedimantur ist auch eine Tauschentwicklung, das heißt, wenn ihr so einen Kiesling fangt, tauscht das, wenn ihr eins mit guten EV dann habt oder ein Glücks, dann entwickelt das, da spart ihr euch die 200 Bonbons, die es braucht von Sedimantur zu Brokkolos. Brokkolos, weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, aber ich habe jetzt so andere Gesteins-Pokémon und ich habe immer keinen Platz, deswegen werde ich auch das verschicken. Ich will nämlich auch nichts pushen. Oder war auch Leon Dai? Habt ihr Leon Dai gesehen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt aber Boss suchen und es regnet schon wieder. Die Bosse vom Himmel und bringen Regen mit. So, da ist gerade der fette Hermes-Laster vorbeigefahren. Ich stehe hier bei den Mülltonnen. Das sieht dann ungefähr so aus. Da sind die Grünen, da sind die Blauen, da sind die Papiertonnen. Ah, da bist du in die Pfütze gedreht, aber zum Glück hast du Gummischuhe an. Da ist das alles komplett egal. Ich habe eigentlich einen Rocket Boss gesucht. Ich habe meine 6 Teile zusammen am Rocket Boss gesucht. Gestern habe ich drauf gedrückt auf den Radar. Da waren 5 Rocket Bosse in der Nähe. Ich habe aber nur einen gemacht, ich habe Alu gemacht. Habe gedacht, heute mache ich auch einen. Ich drücke auf den Radar, als ich in der Stadt war, beim Einkaufen. Oh, hier gibt es ja gar keine Signale. Vielleicht sollten wir uns woanders umschauen. Jetzt bin ich hier, wo gestern 5 waren in der Nähe, drück drauf. Was? Gar keine Signale? Dabei habe ich mich auf ein paar Kämpfe gefreut, sagt der Trainer des Park. Also, ich habe keine Ahnung, was ist. Musste jetzt also warten, bis ein Rocket-Ballon angeflogen kommt. In dem ist kein Alu drin, da ist auch kein Cliff drin, da ist Sierra drin. Das heißt, ich muss mit dem Rocket-Ballon jetzt Sierra machen. Ich habe euch ja gesagt, wie ich das versuche. Ich möchte im Prinzip das Team, so wie ich es auf meinem alten Account hatte, nehmen, Lucario zum Schilde rausloggen, dann statt Kyogre halt Sumpex als Wasser-Pokémon und Despotar mit Katapult ist halt auch noch drin. Ich weiß noch nicht, was sie hat. Ich habe mich nicht genau damit beschäftigt. Ich will es einfach immer auf mich zukommen lassen. Guck es mir jetzt mal an. Hier ist jetzt ein Zubiris drin. Zubiris? Und ich habe Lucario, ob das so gut ist, also eigentlich vielleicht nett, aber egal. Wir probieren es jetzt trotzdem mal genau mit diesem Team. Und eben habe ich mich noch gefreut, weil es nicht regnet. Jetzt merke ich schon wieder, das Display wird nass. Und lauter kleine Tröpfchen steigen aufs Display. Das heißt, es fängt jetzt in dem Moment gerade schon wieder an zu nieseln. Und wird einfach nur nass. Wow. Was für Bombenwetter. Pupsi hat schon gesagt, sie findet das so toll, die Jahreszeit, Herbst. Ne? Ist nicht zu warm, ist nicht zu kalt. Ich finde es richtig bescheiden, weil es einfach permanent regnet. Wenn es dann mal nicht regnet, du rausgehst, bis du draußen bist, regnet es dann doch wieder. Also das gibt mir jetzt nicht so viel. So, was hat Sierra sonst noch? Ich werde es gleich sehen. Wir machen eigentlich auch eine gute Figur. Wir machen halt jetzt leider nicht so viel Schaden. Aber wir haben trotzdem das Gefühl, die Hälfte der Energie noch übrig. Ist ja auch Unlicht gewesen. Oh, als zweites kommt Gardevoir. Gardevoir?
Da kann ich jetzt erst recht gar nichts machen und keinen Schaden machen, großartig, weil Gadebar ist einfach ein Biest. Vielleicht wäre es jetzt lustig, besser meine ich, mal zu wechseln, vielleicht wenigstens auf... Ach du meine Güte. Jetzt habe ich gewechselt auf Sumpex, weil ich dachte, Wasser macht zwar nicht viel, aber der hat mit seiner Lehmbrühe ja ganz schnell auch seine Attacke voll. Aber das Gadebar zerlegt mich gerade komplett. Ich komme zurück, gehe jetzt mal aufs Despotar, was ein bisschen mehr Schaden macht, aber 300.000 Jahre braucht, bis es mal seinen Move aufgeladen hat. Wir können das zweite Schild machen, danach dürfte er gefühlt für 3 Sekunden ja wieder nichts machen können. Das ist die Zeit, wo wir es vielleicht schaffen, ihn zu besiegen, vielleicht unsere Steinkanne voll zu haben und die Steinkanne auf das letzte Pokémon zu hieven, was er da reinbringt. Kommt drauf an, was das ist. Es ist ein Flug-Pokémon, aber auch Wasser. Es ist ein Gyarados. Steinkante gegen Gyarados Flugtyp müsste sehr effektiv sein, das passt. Jetzt noch ein paar Steine hinterherwerfen, dann haben wir doch gegen das Gyarados auch eine gute Figur. Haben jetzt wieder unser Lucario drin und Lucario muss jetzt den Rest machen. Hat den letzten Steigerungshieb. Und ich sag's euch nochmal, das ist nicht das optimale Team. Das Team solltet ihr eigentlich, wenn es geht, meiden, euch was anderes zurechtsuchen, was eben sinnvoll ist. Ich habe es jetzt aber trotzdem mit dem Team geschafft. Wenn ich so geschafft habe, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch mit einem besseren Team. Ja? Wer nimmt schon bitte Lucario gegen irgendwelche Geist-Pokémon? Wer nimmt schon Lucario gegen irgendwelche Psycho-Pokémon? Nehmt halt Fee überall vorne rein und dann passt das. Ich hätte ja auch austauschen können gegen Togekiss. Togekiss rein, das ist auch so Fee mit Charme und Zauberschein, was der da so macht. Der macht viel Schaden, auch wenn ich dran denke, Cliff hat ja wohl jetzt das Dratini, dass er bei Dratini natürlich auch gut Schaden macht und alles, aber ich wollte ja mein Team gefühlt so nehmen und so behalten, wie es war und nicht gegen ein komplett anderes Pokémon austauschen. Ich musste Sumpex reinmachen, weil ich kein Kyogre habe auf dem Account, aber der Rest ist jetzt erstmal wurscht. Der hat 15 Angriff. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite aus. Überall sind Rüpel, aber es sind keine Bosse da. Mir fehlt noch Cliff. Schaffe ich es gegen Cliff auch? Mit diesem Team. Ihr werdet es sehen in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was ist euer Team gegen Sierra? Schreibt es mal in die Kommentare.